Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BMG Drive hier, aber wir haben noch ein neues Update, zwar 0.3.7.9, und das hat ein paar Dinge gefixt, die in 0.3.7.8 reinkamen, unter anderem Removed AI Tester as well as some other leaked things. Anscheinend waren ein paar Sachen drin, die eigentlich hätten noch gar nicht hätten drin sein dürfen. Ich muss so gucken, ob ich die noch im Spielverhältnis... Ah ne, die habe ich nicht mehr im Spielverzeichnis. Zu kurzem könnte man nicht nutzen. Fixed Pickup Van, Front Wheel Inverting, Fixed Bug with Window Resolution, Renderable Area Sizes, the same in all Windows Versions. So, ja, bla bla bla. Und es gibt noch, AI-Test ist aber immer noch da, interessant. Ich hab's noch. Finde ich gut. Oh, nein, was haben wir jetzt geöffnet? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich glaube, dass jetzt das Kissen drin ist. Ich weiß es nicht. Das Kissen, von dem ich letztes Mal gesprochen habe, das die Inflatable Mat heißt sie, glaube ich. Und wenn es hier nur geladen hatte, könnten wir auch auf eine andere Map gehen und gucken. Ich würde nämlich gerne wieder auf die Grid Map. Und eigentlich würden wir auch heute noch ein Flugzeug auswählen. Ach, wisst ihr was? Wir können gleich auf die neue Map gehen. Nee, dann. Das führt uns so ein Abbrechen-Button. Abbrechen-Button wäre was. Inflatable Mat. Da haben wir sie. Nizza Pizza. Gut, dann will ich aber noch Change Level in unser neues Level, und zwar Grooved Range. Ja, okay. Funktioniert die jetzt nicht? Bitte sag mal, dass das funktioniert. Hä, ja, das sieht schon mal nicht so toll aus. Dann müssten wir gleich doch nochmal auf die Grid Map gehen. Und in der Zeit werde ich mal kurz gucken, irgendwie mir eine Fehlermeldung gezeigt wird. Bis gleich. So, das hat nicht ganz so funktioniert, wie es sollte, und das sollte jetzt auch gerade nicht passieren. Deshalb scheint die Map, also die Map scheint nicht zu gehen, das heißt, wir gehen nochmal auf die normale Grid-Map. Und jetzt die Frage, ich glaube, wir werden kurz mit der Mathe spielen und danach zum Flugzeug gehen. Je nachdem, wie viel Spaß die Mathe macht. Dauert nicht lang, hoffentlich. Nearly done. So, gut. Dann wollen wir mal das jetzt mal aufräumen. Mach das eine, hätten wir behalten können. Eigentlich zwei davon hätten wir behalten können. Gears. Und Speedometer. Das wechselt ja jetzt. Sieht gut aus. Gut, dann wollen wir aber mal unsere Inflated Mat haben. Unsere schöne Matte hier, die noch ein bisschen aus dem Boden kommt. Interessant, die sah im Video irgendwie texturierter aus. So, gut. Hat einen ziemlich großen Einfluss auf die FPS. Ne, jetzt hat es gefangen. Jedenfalls, das Ding ist mit Luft gefüllt und aus Stoff, wie man unschwer erkennen kann. Und da wollen wir mal ein Auto drauf fallen lassen. Mal von hier machen wir schön erstmal Slow Motion an. Machen wir jetzt Echtzeit. Springt er schön ab. Und jetzt fällt er auch noch runter. Autsch. Wollen wir gleich nochmal das bauen lassen. Und wapp. Oh nein, da wollte ich ihn gar nicht hin haben. Fuck. Vielleicht mal von weiter hoch, weiter oben. So. Hier schön wupp. Und hoch. Zu geil. Und hoch. Ah, das ist halt erstmal da. Vielleicht kann man damit irgendwelche Notlandungen machen. Wie sieht's eigentlich aus? Können wir dagegen fahren? Beziehungsweise was passiert, wenn wir dagegen fahren? Okay, das ist aber die Matte. Mal lieber schnell reloaden, bevor irgendwas passiert. So, dann wollen wir den aber auch schon mal zum Rand dieser Map bringen. Ich denke mal, das sind kleine Flugzeuge, die wir haben. Wir wollen heute sowieso erstmal die Strato ausprobieren, sprich die Stuntplane. Und da reicht das hier, glaube ich. Dürfen wir nicht allzu viel Platz gebrauchen. So, und dann wechseln wir auf jeden Fall mal zu Strato HMX. Bin mal gespannt, hoffentlich funktioniert alles. Das sieht nicht danach aus. Ist ja nicht das Update, die verpackt. Also mir wurde gesagt, es wurde was von einem Dings Easter Egg, aber das sieht nicht sehr nach Easter Egg aus. Okay, dann probieren wir mal die ST10 aus.
ebenso wenig funktioniert. Ich will noch kurz gucken. Funktioniert jetzt alle Mods nicht mehr? Die Titan funktioniert. Den gibt es der Compact. Funktioniert. Andere Mods mit Mitsubishi Lancer Evolution. Funktioniert. ST10 jetzt nochmal. Funktioniert nicht. Wow. Und Strata HMX. Funktioniert auch nicht. Fragt mich nicht warum. Ich weiß es nicht. Warum die nicht funktionieren. Verdammt. Ich hätte mich drauf gefreut. Ne, dann wollen wir mal ein schönes Kissen reinboosten. Oh, mit 400, das wird wahrscheinlich buggen. Boah. Boah. Holy shit. Oh Gott. Was haben wir getan? Gott. Okay, das sollte schon mal nicht passieren. Jetzt können wir das Kissen auf- und abspringen sehen. Na, dann wollen wir den einfach ein bisschen crashen. So, schön mit 460. Da. So. Ach, Debug disabled. Mal einen Jump machen. Easy mit 600 km/h natürlich. Die Lano wird nix. Buh. Aber wisst ihr was, bei der Gelegenheit, da kann man eigentlich mal was anderes, einen Wunsch machen. Es gab nämlich den Wunsch, die Titan, wo bist du? Titan, GT5 Titan, zu nehmen, Klappe aufzumachen, einen Covert zu nehmen, in Fire Red. Hier wollen wir ein bisschen besser spawnen, damit wir leichter reinfahren können. Ihn hier hinter zu respawnen. Einmal kurz in die Titan reinzufahren. Die Handbremse anzumachen. Die Heckklappe zu machen. Auf manuell schalten. Und das Ding losfliegen. Und jetzt Crash machen mit der Titan. Und ja, einfach ein bisschen gucken, wie sich denn das Fahrzeug da drin sich verhält. Also bisher ist das ziemlich, ziemlich okay. Also dem geht's gut, dem Fahrzeug. Wollen wir mal einen Kopf über, einen Einschlag in den Boden einfach machen, so einen Absturz. Schaffen wir das? Oh, schade, wir hätten es fast geschafft. Okay, da dürfte jetzt fast gar nichts passiert sein. Da ist auch fast nichts passiert. Sehen wir hier noch ziemlich okay, da können auch mal die Klappe aufmachen. Will sie aber nicht. Gut. Sollen wir mit denen nochmal losfahren? Aber das haben wir nicht geplant. Nee, ja, da willst du mal bitte. So, die Klappe öffnen, bitte. Wollen wir mal kurz Anlauf. Warum will der jetzt nicht mehr rein? Warum weigert er sich? Jetzt. Fast. Mach's einem doch nicht so schwer. Was machst du denn da, Covert? Also, da wollen wir immer viel Anlauf nehmen. Oh, willst du mich jetzt eigentlich verarschen, du scheiß Covert? So, danke. Geht doch, ist doch nicht so schwer. Und dann... da ist die Klappe fast zu spät losgegangen. Wollen wir einfach mal frontal irgendwo gegen crashen mit der Titan. Und... jetzt runter. Gucken, wie sehr unser Covert da drin, der momentan noch vollkommen intakt ist, wie man sieht, wie der darunter leiden wird. Oh. Sehr auf jeden Fall. Das kann man ganz einfach herausfinden.
werden jetzt unsere Titel loaden. Und da sehen wir jetzt hier unseren Kobold, der sehr Schrott ist, auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall hat es doch schon geschützt, würde ich sagen. Und ja. Break on. Gut. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe es euch gefallen hat. Ich gucke nochmal, ob ich irgendwie die Probleme mit den beiden Flugzeugen geben kann. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe es keiner sagt Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer GCG. Holy shit, ist der kaputt. Ich glaube, wir sind drüber gefahren. Und da fliegt die Titan. Der Kobold fährt seinen Tod. Oh! Ich fahre übrigens nicht. Das macht er selbst. Ich habe nur rechts und geradeaus gedrückt gehalten. Aber nur geradeaus eigentlich. Jetzt habe ich ausgemacht. So, ja. Der Kobold ist leicht Schrott. Aber cool Schrott irgendwie. Rip Kobold. Und die Titan ist zu Ende geworden mal wieder. Okay, na, jetzt aber wirklich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, keiner sagt Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und es war auch noch ein Wunsch, um Cashew in der Luft anzumachen. Ciao.